Nice. Ja, da du Taser da. Das hat er mit meinem Taser auch, gemacht. Okay, das wird ein langer Kampf. Von ungefähr 10 Sekunden. Also die Defense der Titans fand ich sehr viel besser, aber also ja, ja, was die Offense da abgerissen hat. Who they? Das ging echt ja gar nicht. Na Jay, bist du Football-Fan? Ich bin geil, oder? Ich bin am Arsch. Guck mal, wie geil, wie emotional lame, kann also dieser Sport sein? Es komm, gib uns hier 1:30 Uhr nachts und ich schreie die Bude jetzt zusammen. Also, was natürlich dann Sinn macht, ist die ganze Zeit am Wasser zu laufen. Oder mich hier hinterzustellen. Was 0% funktioniert. Ah, Dark Souls 2, du Frechdachs hier wieder. Okay. Okay, guck mal, das ist meine Hand, ja? Nur mal um den Größenvergleich zu haben. Holy shit. Alter, okay. 40 Zentimeter, Peter. Nee, ja, 40 Zentimeter Seppio hier. Also, der Peter, der hat nicht so einen großen. Der kann da nicht mithalten. Der weiß gar nicht, was 40 Zentimeter sind. Ja, moin. Hullo! Okay. So ist das jetzt vor kurzem erst Free-to-Play gegangen. Ja, das ist vor kurzem Free-to-Play gegangen. Ah. Ja. Also, was war falsch? Also, Third Person war falsch. Wäre auch voll geil, wenn man sich da mal so Sachen safen könnte. So, weißt du, so Presets für die Server. Kannst du. Du musst nur du dir gerade den Bart im Video? What the fuck? Im Stream. Ja, mach ich doch, ja. Peter flext voll. Das ist einfach. Das fühlt sich einfach gut an und ist ein bisschen weniger anzüglich, als mir an den Eiern rumzuspielen. Ich wollte auch gerade. Aber an den Eiern rumspielen sieht wenigstens keiner. Hast du gesagt, dass das fühlt sich wenigstens gut an? Da dachte ich auch so: Ach ja, Peter, du kraust ja auch nicht die Eier. Lass mich! Ich mag meinen Bart. So kompetitive Spiele ist und. Als wenn man nicht durchs Wasser laufen kann. Alter Digga. Der Trick ist, in Bewegung zu bleiben. Oh Gott. Der Trick ist, mehr in Bewegung zu bleiben, als ich gerade gemacht habe. Ob wir jetzt nee, oder? Short. Geil, wie wir alle mit der Stimme hochgehen. Nee. Wie ging das denn nochmal? Autsch. Ah, ist egal. Am Arsch ist egal! Als wenn er mich gerade gewone-hittet hat. Ich will nichts sagen, aber ich bin gerade erster. Hier stimmt was nicht. Ja. Wow, die Map kenne ich. Oh mein Gott. Irgendein Opfer. Ja. Nein. Wow. Wie gut ist das denn? Ich fühle mich verarscht.
1,3 Millionen zu 1,1 Millionen? Na gut, okay, also ganz ehrlich, die Leute sind jetzt nicht so. Meine, ein bisschen. So, schaffe ich den Sprung? Alles klar. Easy! Das war ja gar kein Problem. Das war ja überhaupt nichts. Das habe ich einfach gemacht. Habt ihr das gesehen? Ne? Kann das hier mal klippen? Das sollte ins Jahresbest-of. Ist auch mega einfach. Ja gut, das kann natürlich sein, dass das auch mega einfach ist jetzt. Aber ich dachte mir erstens, Scarlett Johansson ist eine hübsche Frau und Sepp versteht sich mit hübschen Frauen. Das sieht man ja schon anhand seiner Frau. Und Peter. Oh. Das war hart. Okay, Ficker. Ihr kleinen Wichser. Ja, okay, in Dark Souls 2 war das mit Metalltruhen. Okay. Alter. Oh, Scheiße. Okay. Also dieses Feuer, ne? Kaufen immer noch nach. Ey, ich seh dich. Das ist doch... Alter. Wie viele hatten die denn? Keine Ahnung. Die haben nachgekauft. Da war einer die ganze Zeit in der Base und hat gekauft und geworfen. Die ganze Zeit. Hat alle Tore geschossen. Bevor die jetzt weitermachen, Leute, pass auf. Deswegen, das ist einfach. Ich finde das so geil. Komm mal weg da. First down. So geil. Ah, das Video kenne ich, ja. Ich liebe das. Wir schmeißen die Jungen da einfach rein. Oh Gott! Ah ja, stimmt, Heikmann. Vita Bea hat sogar vor ein paar Wochen seinen Zahn verloren. Welchen? Stimmt. Der hat einen Tackle gesetzt und hat, glaube ich, den Schneidezahn oder den neben dem Schneidezahn den Zahn halb abgebrochen oder verloren, irgendwie so. Und Bruce Arians, der Coach, hat nach dem Spiel gesagt, jo, ist halt ein Zahn, ne? Weiter geht's. Ja. Den lässt du, also in dem Sport bist du wahrscheinlich so einfach, dass der Mannschaftsarzt die Zähne noch nicht ersetzen kann. Ungeil, ja. Es war noch ein Milchzahn. Oh. Ja, ich bin davon ausgegangen, weil ihr euch beide gekillt habt, dass ihr halt wirklich das darüber geht. Ich glaube, da muss nicht mehr hinlaufen. Oh! Das ist doch scheiße! Aber ich hab eine Ave für einen von euch. Nee, wer will eine Ave? Ja, komm, ey. Also. Dann nimmst du die Ave, ich kann selber. Komm ich da lang? Oh
ne? Also, oh Mann, ey. Richtig, ihr habt ja eine Firma, ne? Richtige Arbeit, sagt er. Ja, das stimmt ja. Ui, ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ja, danke, dir nicht. Tschüss. Komm du erstmal auf deine Unförmigkeit klar, ja? Und mach dich mal richtig rund wieder, ja? Danke. Hast du gerade meine Freundin dick genannt? Okay, das könnte jetzt ein bisschen dauern, Chat. Gegen St. Pauli? Wie kann man denn gegen St. Pauli verlieren? Sag ich jetzt einfach mal so, ohne Ahnung von Fußball zu haben. Peter. Gemach gar, Peter. Jonathan. Peter, sag mal eine Zahl zwischen 1 bis 6. 2. Falsch. Wären die 4 gewesen. Was ist das für ein Spiel? Peter, sag mal eine Zahl zwischen 1 bis 6. 4. Richtig. Okay. Das verstehe ich nicht. Das scheint ein Inside aus dem Dschungelcamp zu sein, wenn ich den Chat richtig lese. Aber ich war nur eine Probe. Wie war eine Probe? Was soll das heißen? George, vorne. Also, auf welche Nummer? 1. Okay, Charles, einfach, das ist wir alles, wissen halt nicht, wer Henry Charles hier. Albert David ist. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nicht mal, ob welcher der richtige Charles ist. Das ist auf jeden Fall korrekt. Alter. So, bitteschön. Das sind ja 2 Inseln. Das Problem ist, ich will mich zwar nicht committen, aber ich weiß auch nicht, wo der Bub ist. Nein, laufe ich dem einfach in die Arme.